Fast. Fast hätte ich es geschafft jetzt. Good morning in the morning. Ladies and gentlemen, welcome to this new Raw Vlog. Wir schreiben Montag, den 11.09. um 9.15 Uhr. Das heißt, wir haben ja jetzt eigentlich schon so diese ersten paar Stunden des Tages geschafft. Wobei Schaffen immer so klingt, als würde man sich irgendwie zu was überwinden müssen. Ist in dem Fall jetzt nicht so. Ich habe mir hier ein Tässchen Kaffee gemacht in einer Tasse, wo oben steht, die Welt ist schön, weil du mit drauf bist. Und das ist auch das Motto dieses heutigen Vlogs. Na, Schwachsinn. Das ist jetzt der erste Vlog, den ich mache Post-Show. Das hat auch einen bestimmten Grund. Ich habe jetzt so die letzte Woche ein bisschen benutzt, um zu reflektieren und einfach ein bisschen mehr Zeit für mich zu haben. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Das wird jetzt auch dieser letzte Raw-Vlog sein vor dieser Wettkampfsaison. Ich weiß noch nicht genau, wie ich im Zuge dieser Wettkampfsaison dazu komme, diese Raw-Vlogs weiterzuführen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, es wird reichlich Content mit Nico geben. Denn der Nico wird uns dieses Wochenende jetzt nach Alicante begleiten, wo Michi und Petra starten. Nächste Woche nach Birmingham begleiten, wo Philipp, Franzi, Helene, Finn, Alexa und Niklas starten und Andi. Ja, es sind sieben Leute tatsächlich. Es sind sieben Leute tatsächlich. Oder sind es sechs? Ich kann nicht mehr zählen. Dann ist ja die Woche drauf die Evo Classic. Dort ist er auch mit am Start. Dort gehen Alexa, Helene, Franzi, Björn, ihr seht, ich habe so auf die Schnelle immer so ein bisschen den Überblick verloren. Gott sei Dank habe ich alles immer well documented in my Sheets. Ja. Der Andi startet ja am gleichen Wochenende wie die Evo ist bei der UKDFB und auch dieses Wochenende haben wir den Björn an der WNBF Germany, wo sich der Peter drum kümmern wird. Also Peter ist vor Ort und Peter wird die Obhut für den Björn übernehmen, wofür ich übrigens sehr, sehr dankbar bin. Grüße gehen raus an dich, Peter. Heute soll es aber gar nicht so um die Clients gehen und so. Einfach aufgrund von der Tatsache, dass es genug um die Clients gehen wird, diese darauf folgenden Videos, sprich um das erneute Picking von Petra und Michi. Da werdet ihr im Alicante-Vlog genug dazu erfahren, einfach aufgrund von der Tatsache, dass wir natürlich ein paar Changes haben und bei beiden jetzt ein bisschen eine unterschiedliche Situation. Wir haben jetzt noch kein konkretes Judges-Feedback erhalten. Erlangen ist noch vor der Evo. Nach der PCA eine Woche drauf ist Erlangen. Dort habe ich auch fünf Leute am Start. Auf jeden Fall wird es jetzt eine spaßige Zeit. Ich werde das alles relativ entspannt angehen und mir ja einen Spaß draus machen, wie gesagt. Weil Bodybuilding ist Spaß. Und it's not always as serious as it seems. Allerdings habe ich für mich den Anspruch als Coach, dass ich jede einzelne Person zu jedem unterschiedlichen Zeitpunkt in ihrer Bestform auf die Bühne stelle. Hat bis dato jetzt immer geklappt mit meinen Peaking Approaches. Wer mehr zu meinen Peaking Approaches hören will, am besten den Podcast abchecken, Progress Podcast. Auf jeden Fall jetzt Post-Show bei mir relativ, ich muss ganz ehrlich sagen, sehr entspannt. Sehr entspannt. Also ich würde zwar von mir selber behaupten, dass ich nahezu keinen Food-Focus habe, nahezu keine Cravings habe. Ich verwende weiterhin genau die gleichen Lebensmittel, wie ich sie in der Wettkampfvorbereitung verwendet habe. Also wirklich 1:1. Sprich, ich esse mein Himmeltau, ich esse meine Reiswaffeln, mein Reis jetzt als Carb-Sources, als Protein-Sources, weiterhin ganz normal Chicken, weiterhin ganz normal meine
Meine ganz normalen Lebensmittel, die ich eben auch die ganze Prep gegessen habe. Ich habe am Tag von der Show selber am Abend noch mit der Melli gemeinsam Sushi bestellt. Das war super, ja. Allerdings, also ich mache mir da überhaupt keinen Druck. Wenn ich jetzt mal auswärts essen gehe, dann gehe ich halt mal auswärts essen. Oder zum Beispiel mit der Melli mal im Anabol, wobei das genau in die Makros gepasst hat. Also kann man das jetzt eigentlich auch nicht so wirklich als Free Meal zählen. Auf jeden Fall Nutrition, überhaupt kein Thema. Aktuelle Makros sind derzeit 300 Protein, 500 Carbs und 60 Fats am Trainingstag und 300 Protein, 375 Carbs und 60 Fats am Rest Day. Mit den Makros komme ich super zurecht. Habe Energie, Gewicht ist jetzt mal schlagartig nach oben gegangen, wobei ich überhaupt nicht weiß, warum tatsächlich. Das war nach dem Anabol-Meal. Also wahrscheinlich ist es eher der Water Retention vom Salz zuzuschreiben, aber ich bin jetzt roundabout bei 90 Kilogramm, das sind insgesamt so 4 Kilo über Stage Weight, was relativ gut passt, to be honest. Also jetzt in einer Woche diesen kleinen Rebound zu haben mit 4 Kilo Stage Weight, ist eigentlich vollkommen normal. Vor allem, weil bestimmte nicht-androgene PEDs nach der Show jetzt reintroduced worden sind, die auch für Water Retention sorgen, in einer fiktiven Welt natürlich. Aber wenn ihr mehr und genaueres erfahren wollt zum PED-Setup oder zu diesen Dingen, dann checkt am besten Lift the Standard ab, also mein Log auf LTS. Dort teile ich eigentlich alles und dort könnt ihr mir auch immer etwaige Fragen stellen zu PEDs, zu Training, zu Ernährung und whatever. Allerdings gestaltet sich das Training jetzt in dieser Wettkampfsaison einerseits sehr flexibel und andererseits sehr autoregulativ auch irgendwo. Also trainingstechnisch pendeln wir uns ein bei einem modifizierten Push-Pull-Leg-Setup mit einem Delson-Arms-Day. Das heißt, ich trainiere Push-Pull-Delson-Arms-Legs, wobei man sagen muss, dass hier, wie gesagt, autoregulativ Rest-Days gemacht werden. Je nachdem einerseits, wie ich mich fühle und natürlich auch, wie die Travel-Days liegen, weil die jetzt immer anders sind im Grunde genommen und wann ich da halt ins Gym komme oder wann ich halt nicht ins Gym komme. Also es kann durchaus mal sein, dass ich mal 2-3 Tage nicht ins Gym komme und dafür die Sessions dann in Row mache oder wie auch immer. Ja. Heute sind meine Kapazitäten irgendwie etwas geringer. Bin wahrscheinlich einfach ermüdet von den letzten Trainingssessions. Ich habe jetzt 3 am Stück gemacht. Heute ist tatsächlich die 4. mit der Lower Session, auf die ich mich aber schon sehr freue. Ja. Also jetzt mit ein bisschen mehr Körpergewicht wird es hoffentlich so sein, dass meine Midsection endlich mal stabiler wird, weil jeglicher Hip Hinge war am Ende wirklich ein Pain in the Ass. Und zwar nicht im positiven Sinne, muss man dazu sagen. Aber it is what it is. Ja, jeder, der auf Prep ist da draußen, der wird es kennen oder die wird es kennen. Dass einfach mit schwindendem Körperfettgehalt und schwindender Dämpfung um die Gelenke auch herum das Training einfach dann zäh wird. Ja, es ist einfach so. Und die letzten Trainingssessions waren alle bombastisch. Ich muss auch dazu sagen, und das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr das wisst und dass ich das jetzt auch nochmal über dieses Video hier kommuniziere. Ich werde hauptsächlich jetzt zumindest mal diese erste Phase von der Offseason im Fitness trainieren. Das andere ist relativ cooles Gym in Wien, ist aber jetzt nicht mit das Gym zu vergleichen. Das Gym ist noch immer so diese Metropole und dieser Ankerpunkt für mich in meinem Leben im Zuge meiner Bodybuilding-Journey. Allerdings ist ganz einfach so, dass ich dort sehr viele Leute kenne und andererseits natürlich sehr viele Clients dort habe, die über alles lieb, ja. Aber es ist nun mal so, dass ich als Coach sehr invested bin in jede einzelne Person und von mir aus selber den Anspruch an mich habe, dass wenn ich jetzt jemanden sehe, der oder die auf Prep ist, dass die Chance eigentlich gleich nutzen will für einen Live-Form-Check. Und das interruptet halt mit meinem eigenen Training. Und die haben mir fest vorgenommen für diese Off-Season, dass wenn ich trainieren gehe, ich trainieren gehe. Ich will das Training für mich selber priorisieren. Deswegen wird das Gym wird es im Zuge von Armtrainings geben oder manchmal auch Pulltrainings, muss ich schauen. Aber vor allem wird sie dann geben, wenn ich gezielt ins Gym fahre, um mich mit den Leuten für Formchecks zu treffen. Das ist jetzt so mal das Ziel, was ich für mich unter Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, selbst habe.
einfach weil Training für mich trotzdem jetzt so ein Ankerpunkt sein soll im Tag, wo ich mich selber irgendwo priorisiere, weil das habe ich das letzte halbe Jahr eigentlich nicht gemacht. Ja. Training war für mich immer, ich bin ins Dust Gym gegangen und ich habe Formchecks gemacht dazwischen und war mit dem Kopf nie so 100% bei der Sache. Und das soll sich jetzt definitiv ändern, weil am Ende des Tages will ich jetzt trotzdem natürlich diese Downtime haben, diese Me-Time haben, aber ich will auch natürlich wachsen und ich will, dass das Training produktiv ist. Und das ist jetzt der Anspruch, den ich an mich selber habe und deswegen jetzt dieser kleine Change. Ich weiß natürlich, dass kein einziger meiner Clients einen Anspruch an mich hat, dass ich das mache, aber ich habe den Anspruch selber an mir und das ist das größte Problem. Also das ist eigentlich ein Me-Problem. Aber it is what it is. Auf jeden Fall Push-Pull, Delson Arms, Legs. Heute haben wir eine Leg-Session. Ich habe zwei Rotations, aber nur bei Legs. Ja, bei allen anderen Sessions habe ich nur eine einzelne Rotation. So, jetzt haben wir hier einen Hubschrauber. Perfekt eigentlich. Habe ich nur eine Rotation und bei Legs gibt es eine Hip-Hinge-Rotation und eine Squat-Rotation. Und freue mich eigentlich auf beide gleichzeitig. Ich werde heute die Hip-Hinge-Rotation machen, einfach mit einem Ticken mehr Hamstring-Volume, wobei in der anderen Session, glaube ich, auch 7 Sätze drin sind. Aber ja, ich kann euch ja mal die Sessions zeigen. Vielleicht haben wir da irgendwo Platz, dass wir sie einblenden. Wir haben die Push-Session, die ganz normal mit einer Seithebel-Variante beginnt, dann geht die zu Presses über und dann halt am Ende noch ein bisschen an Isolations-Stuff. Relativ High Volume, muss man dazu sagen, für meine Verhältnisse, also generell jede Session. Aber ich versuche jetzt einfach so im ersten Satz nicht komplett all out zu gehen und auch nicht immer Partialwiederholungen zu machen, außer bei den Isolationsübungen. Und dann haben wir die zweite Session, die Pull-Session, wo ich glaube, es sind insgesamt 8 Sätze für den Latissimus und 3 Sätze für den Upper Back oder irgend sowas, was auch schon on the higher end of the spectrum ist, was jetzt Volumen angeht. Dann haben wir in weiterer Folge auch noch die Delson Arm Session mit 7 Sätzen Dels und 8 Sätzen Arme, also 8 Sätzen Bizeps und 8 Sätzen Trizeps jeweils. Was crazy eigentlich ist, was jetzt das Gesamtvolumen dann betrifft, dass man über die Woche halt irgendwie akkumuliert. Und dann noch die Lower Session, die ich heute, wie gesagt, das erste Mal eigentlich so richtig mache. Dementsprechend weiß ich jetzt gar nicht auswendig, wie das Gesamtvolumen in der Session ist, aber auf jeden Fall haben wir eine Rotation mit einem Hip Hinge, Barbell RDL und die andere Session dann mit dem Smith Machine Squat als Movement, wo ich übrigens fucking weak bin. Also fucking weak. Ich habe das letzte Mal, glaube ich, 30 Kilo pro Seite raufgeladen gehabt und habe da Muskelversagen erreicht, einfach nach 6 oder 7 Reps. Das heißt, es sind definitiv Movement Patterns, wo ich jetzt anknüpfen will und wo es für mich jetzt einfach darum geht, über die nächsten Wochen und Monate stärker zu werden und einfach besser zu werden. Weil natürlich auch was mit diesen Movement Patterns stark zu tun hat mit dem Thema Skill Acquisition, also einfach dem Aneignen dieses Movement Patterns. Und Smith Machine Squat habe ich, glaube ich, seit 3 Jahren immer gemacht. Aber gut, so viel jetzt mal dazu. Ansonsten, wie gesagt, Nutrition haben wir geklärt, Training haben wir geklärt, Aktivität ist weiterhin relativ hoch. Also an jedem Tag, wo ich jetzt eigentlich daheim bin und nicht gerade auf irgendeiner Reise für einen Wettkampf, mache ich Cardio. Ich schaue, dass ich fit bleibe, weil das ja eigentlich auch das initiale Goal war von dieser anfänglichen Dieting Phase. Will aber trotzdem wachsen und will weiterhin Muskulatur draufpacken und deswegen wird es jetzt relativ rasch in Richtung 95, 100 Kilo wahrscheinlich gehen, was vollkommen okay ist. PED-technisch sind wir weit runtergegangen auf meine Baseline. Wie gesagt, was PEDs angeht, schaut es am besten im LTS-Log nach. Und wie gesagt, das ist alles in einer fiktiven Welt. Gut, ich werde mir jetzt mal an die nächsten Prep-Check-Ins machen. Der Björn checkt jetzt dann ein. Schauen wir mal, wie er ausschaut. Ich habe gestern ein Update auf Instagram gepostet. Der zweite Ladetag hat schon gesessen. Er wird schon ein wenig voller, aber wir haben definitiv noch Raum für mehr Fülle, Raum für mehr Wachstum. Und dieses Wachstum werden wir uns dann definitiv auch holen. Ich muss euch dann übrigens noch mal mein neues Sneaker-Wall zeigen in der Homebase, im Büro. Ja, ist auf jeden Fall eine coole Sache. Genau. Jetzt lange gelabert. Ich werde euch heute mitnehmen ins Unterkörpertraining. Ich weiß noch nicht, inwiefern ich da
filmen wert und inwiefern ich das dokumentieren werde, vielleicht einfach nur meine Stöhngeräusche hören. I don't know. Aber auf jeden Fall geht es heute ins Unterkörpertraining, auf das ich mich schon wirklich sehr freue. Mal wieder die Kappe aufsetzen und das Mikro da darauf klippen. Ich glaube, das ist die beste Lösung. Abgesehen davon weiß ich noch nicht, was ich mit meinen Haaren mache. Ob ich sie mir jetzt komplett abrasiere, einfach aus Simplicity Reasons, damit ich mich um A-Sache weniger kümmern muss im Zuge dieser Wettkampfsaison. Oder ich weiß es noch nicht. Oder ob ich sie wieder wachsen lassen. Soll ich sie wieder wachsen lassen? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare unten schreiben. Ansonsten vielleicht noch wichtig zu sagen, ESN-Aktion war richtig, richtig geil. Danke, dass ihr mich so supported habt. Und auch über OAS habt ihr mich reichlich supported. Jetzt dieses erste Monat, wo ich eigentlich bei OAS war, was ja eigentlich nur wenige Wochen waren. Also wenn ihr da was einkaufen wollt bei OAS oder bei ESN, dann könnt ihr jederzeit sparen mit dem Code Chris. Es gibt jetzt leider keine fancy Einbindung wie Nico seine Videos. Das wäre natürlich super schön, aber es ist ganz einfach nicht so. Genau. Schön, dass ihr bis dahin dran geblieben seid. Wir gehen jetzt weiter im Tag. Jo, würde ich jetzt mal sagen. Und ansonsten, wenn ihr irgendwelche Fragen jetzt zu Post-Competition habt oder irgendwas anderes, dann, wie gesagt, ab damit in die Kommentare. Dann passt das eigentlich dahingehend sehr gut. In diesem Sinne, zum Wohl. And we'll catch up soon. So, also Björns Look heute sehr gut. Er wird voller. Ja, ist trotzdem noch relativ flach für seine Verhältnisse. Wir werden ihm heute am dritten Ladetag, also er hatte jetzt 2 mit rund 600 Carbs, wir werden ihm heute am dritten Ladetag dann 750 geben mit 50 Fats und hier ein bisschen aggressiver reingehen. Er hat heute eine Push, die Volume Session auch, somit einen relativ guten Pump, den er sich abholen kann. 10 bis 12 Car Steps, no Cardio. Push die Volume Session. Das passt dann relativ gut. Genauer machen. Ja. Aber ich hätte das tatsächlich ein bisschen flexibler gesehen, dass wir sehen, wie sich das entwickelt, weil wenn das mega geil ankommt, ich will nicht sagen, wie ist die Reichweite auf YouTube wurscht, aber wenn wir es beide teilen. Ja. Ich glaube nicht, dass die Leute immer schauen, was wird jetzt auf YouTube gepostet, sondern was interessiert mich. Die kommen, glaube ich, eh auf über Instagram und nicht über YouTube zu uns. Was war sonst noch so? Ich meine, was das restliche Branding und so angeht, da würde ich, das würde ich sowieso halt wem geben, der sich mit Branding einfach so gut auskennt. Also bevor mir jetzt noch die letzten paar Check-In-Sets von diesem heutigen Montag, gibt es hier das Premier. Das ist Himmeltau und Himbeeren, sieht man das? Himmeltau und Himbeeren. Und dazu gibt es jetzt noch ein Sludge, ein Whey Sludge, Cinnamon Cereal. Eigentlich habe ich geplant, mit Mandelmus zu arbeiten, aber es gibt hier, also das darf ich noch gar nicht zeigen. Das darf ich noch gar nicht zeigen, glaube ich. Mach mal Cinnamon Cereal Whey Sludge. Der geht einfach immer. Das heißt, ich nehme einfach hier 50 Whey. So, wir machen da Mandelmus drüber, so ungefähr 10 Gramm. Schau mal. Das passt ganz gut. Und dazu gibt es noch einen Schuss von der Mandelmilch. Ungefähr in einem 1:1 Verhältnis mit Whey. Weil dann wird es so ein richtig schöner Sludge. Und das kommt jetzt da drüber. Und dann haben wir ein richtig solides Pre-Workout Meal. Ein richtig solides Pre-Workout Meal, das uns Energie gibt fürs Training. Aufgrund von Mandelmus auch ein bisschen langsamer verdaut wird, weil ich isst das Pre-Workout gerne so eine Stunde, eineinhalb,
bevor ich dann schlussendlich mit dem Training beginne. Das heißt, ich werde mich jetzt noch hinsetzen, werde jetzt noch hier die letzten 3-4 Check-ins machen und vielleicht noch ein paar Nachrichten. Und dann geht es eh schon ab ins Gym fürs Unterkörpertraining. Das ist jetzt mal der Plan. Danach gibt es noch einen Kaffee und dann später den Crank Pump Pro, der auch schon bereit steht. Genau, also das ist jetzt Pre-Workout. Zeig's nochmal ganz kurz hier. So, Gobon, sind wir jetzt hier ankommen. Fitness Club. Yes, wir geben uns jetzt zuallererst mal das Intro-Workout, das wir uns anmischen. Ist jetzt Electrolytes, dass ich es rausbringe, Electrolytes Pro im Geschmack Green Apple. Finde ich sehr, sehr geil. Jetzt gibt es aber vorher noch das Monster. Im Auto gab es schon den Crank Pump Pro. Dann gehen wir 10 Minuten am Laufband, schauen wir, dass wir ein bisschen in den Flow reinkommen. Und nach den 10 Minuten am Laufband geht es dann in die erste Übung rein. Ich weiß gar nicht, mit was ich jetzt beginne. Aber Logbuch schreiben wir auch noch. Also alles easy peasy. Mache ich jetzt meist während dem Training. Ist einfach ein bisschen angenehmer. Aber Electrolytes Pro, ist nicht gutes Intra. Ja, mache ich eigentlich immer. Und dann in der zweiten Trainingshälfte trinke ich erst das Isoclear für zusätzliche Protein-Feeding. Aber dadurch, dass ich jetzt heute eine zusätzliche Mahlzeit mal einbauen will, also heute eine 6. Mahlzeit statt 5, werde ich aufs Isoclear verzichten und dann direkt nach dem Training einfach heimfahren und essen. 3 Stunden dazwischen liegen oder so, geht das eigentlich easy peasy. Könnt ihr mal schreiben, ob ihr das macht, also ob ihr im Training wirklich ein Intra trinkt in Form von Protein. Ganz ehrlich, also für die meisten Leute, ich will jetzt nicht sagen, es ist überflüssig, weil es ist ein zusätzliches Protein-Feeding, aber ich komme halt so easy auf meine 300 Gramm, dass ein Isoclear einfach too much wäre, noch on top. Ja, aber it is what it is. Auf jeden Fall jetzt hier. Es kommt übrigens ein neues Isoclear, das habe ich gestern schon getestet. Also das war wirklich, also richtig, richtig krank. Richtig krank, ja. Aber ja, ist ein Tool in einer riesengroßen Toolbox, das man verwenden kann. Aber jetzt in meinem Fall nicht. Deswegen jetzt hier Intra Electrolytes Pro. Mit dem gehen wir jetzt ins Training. Jetzt reißen wir unser Monster auf. Gehen am Laufband. Und dann starten wir rein. Also ich versuche jetzt trotzdem immer in der Zone zu bleiben, muss man ganz klar sagen. Also während dem Training wird jetzt wahrscheinlich nicht so viel gesprochen werden. Dementsprechend müssen wir einfach schauen, wie ich mit euch jetzt in dem Kontext kommuniziere. Einfach weil ich sehe, dass es mir selber extrem gut tut, wenn ich mich so ein bisschen ausklinge. Aber ich sage euch zuerst jetzt noch, was wir am Plan haben heute. Damit ihr euch so ein bisschen darauf einstellen könnt. Wir haben hier die Screenshots auch runtergeladen. 4 Sätze Lying Hamstring Curl, 8 bis 12. 2 Sätze RDL, 3 Sätze Pivot Leg Press und 3 Sätze Seated Hamstring Curls. Also eigentlich 9 Sätze Hamstrings, 2 Adduktoren dann noch am Ende. Ah, das wird lustig. Vor allem 3 Sätze Pivot Leg Press. Meine Fresse. Okay. Ja, gut. Das ist jetzt der Plan für heute, mehr nicht, aber das wird eh schon genug Kapazitäten in Anspruch nehmen, sage ich jetzt einfach mal. Dementsprechend, jo, schauen wir einfach mal, was da jetzt passiert innerhalb von dieser Session. So, wir haben jetzt hier allererste Übung, liegender Beinbeuger. Ich schaue hier, dass ich die Range of Motion wirklich gut standardisieren kann. Und wirklich nur aus dem Hamstring arbeitet. Also ich sehe so viele Leute, die hier Gewicht von A nach B bewegen und das Gewicht im Raum herumwerfen. Ist nicht wirklich Sinn der Sache. Das Ziel sollte immer sein, dass ihr einen bestimmten Muskel hernimmt und dieser Muskel zum limitierenden Faktor wird. Und dementsprechend hier Hamstring. Das heißt Rumpf anspannen, Knie anbeugen, alles in die Hamstrings ankommen lassen. Wir machen hier 4 Sätze, 8 bis 12 Reps. Und schauen, dass wir mit jedem einzelnen Satz einen adäquaten Stimulus erzielen. Ich verwende hier keine Zughilfen, arbeite relativ leicht jetzt noch. Muss hier erstmal so ein bisschen reinfinden wieder. Und dann geht es zum schweren Hip Hinge.
So, wir kommen jetzt also zur ersten Hauptübung des heutigen Tages. Barbell Romanian Deadlifts habe ich jetzt eigentlich seit sicherlich Mitte der Vorbereitung nicht mehr mit der Langhantel gemacht, sondern nur mehr mit Kurzhanteln. Dementsprechend bauen wir jetzt hiermit wieder Kapazitäten auf. Ich werde heute sehr, 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 sehr low einsteigen. Also noch konservativer, als ich eigentlich einsteigen würde, wenn ich es jetzt beispielsweise einem Trainee sagen würde oder sowas. Hängt ganz einfach damit zusammen, dass meine Körpermitte und so weiter noch nicht so ganz stabil anfühlt. Meine Hamstrings könnten sicher mehr Gewicht bewegen als das, was ich heute machen werde. Aber mein Körper gerade in der Phase jetzt noch nicht so viel zumuten und jetzt einfach langsam wieder diese Capacities für Übungen like those abtapern. Ja. Das ist einmal so das Ziel hier. Dementsprechend, das sind jetzt 100 Kilo. Das ist jetzt der zweite Aufwärmsatz. Wir werden uns langsam hocharbeiten auf 140 bis 180, irgendwo so in dem Setting. Und dann werden wir zwei Arbeitssätze machen in etwas höherem Wiederholungsbereich. Genau. Aber jetzt mal zuallererst so dieses Warm-up, das fliegen wird und fliegen soll, logischerweise. So, da hat jetzt schon wieder irgendjemand die Scheiben hier nicht abgerundet. Das nächste Übung, die Pure Strength Pivot Leg Press. Ich liebe die über alles mit wichtiger Schuhe und dieser bogenförmigen Bewegung kommt man verdammt geil in die Quads rein. Dariel war jetzt sehr ernüchternd. 160 für 8 und 140 für 9. Sehr kontrolliert und sehr konservativ auch. Ihr habt gemerkt, dass der limitierende Faktor natürlich weiterhin die Rumpfspannung ist, genauso wie ich es mir eh schon gedacht habe. Aber ja, ich habe auf jeden Fall schon 280 für 3 oder 4 bewegt. Dementsprechend, ja, wie gesagt, sehr ernüchternd. Wenn Sie mal einen Aufwärmsatz machen, ich zeige euch das jetzt mal. Also wenn ich hier, sind es 100 Kilo oben, wenn ich hier die Füße wirklich schön tief abstellt, ja, schön tief abstellen und euch hier schön in den Sitz reinzieht, ja, man könnte theoretisch jetzt noch hier so eine Erhöhung einbauen und im Gesäß, aber wenn ihr die Füße relativ tief abstellt, dann seht ihr, dass dadurch, dass euch die Footplate entgegenkommt, dass ihr maximale Kniebeugen hier erzielen könnt und dann schön über die Quads rausdrücken könnt. Ja, kann man theoretisch hier noch ein bisschen mit dem Foot Angle spielen, die Füße leicht nach außen dreht, um einfach ein bisschen eine bessere Position noch in der Hüfte zu erzeugen, weil dann kann ich theoretisch sogar so weit runter gehen, dass ich das ganze Zeug hier am Boden ablege. Aber dazu brauche ich noch ein, zwei Aufwärmsätze, glaube ich. Auf jeden Fall
wärmen wir da jetzt auf. Und dann gibt es hier 3 Arbeitssätze tatsächlich. Erst einmal mit rund 200 Kilo sowas rangehen. Dann schauen wir mal, wo wir da rauskommen. Da jetzt als nächstes sitzen ein Beinburger. Die Einstellungen von so einer Maschine, die sollte man sich generell immer aufschreiben, weil da so viele verschiedene Hebel zu verstellen sind. Und ich bin da bei diesem Live Fitness Beinburger hier auf M. Hier bin ich auf 0. Und hier bin ich auf 4. Und so komme ich eigentlich relativ gut zurecht hier, weil ich diese Maschine hier mit extremen Fokus auf die Dehnung ausführe. Nämlich mit so einer Oberkörpervorlage hier. Und da wirklich schaue, dass wir die volle Range-Arbeit mit dieser Oberkörpervorlage wirklich bewusst oben in die Streckung auch reingehe, bewusst in Stretch rein hier nochmal, und es funktioniert eigentlich relativ gut, weil ansonsten ist dieser Live Fitness Beinburger, muss ich sagen, nicht so geil. Das ist nicht mein Lieblingsbeinburger, aber it is what it is. Das sind halt die Nachteile, wenn man nicht im Gym aller Gyms das Gym trainiert. Ich werde hier relativ leicht gehen. Meine Hamstrings sind eh schon komplett durch. Das heißt 42,5 tatsächlich. Falls irgendjemand diese Maschine auch hat und mich auslachen will für meine geschissenen Kraftwerte. Aber gut, it is what it is. It is post-prep. Und wir hören jetzt Well of History von Gridkiller. Gut, und wir machen jetzt dann unseren ersten, mein Gott, und wir machen jetzt unseren ersten Arbeitssatz.
Wenn man da sieht, muss man es gut tun. Sowieso. Bist du jetzt meistens eigentlich zu der Zeit oder am Abend da? Eigentlich geht es immer so. Jetzt, ja. Geht besser, ich kann auf meinen Arsch schauen, dass das so ist. Am Abend ist dann immer ein Problem, dass das sind. Wir sind zwar mehrere, macht Spaß, dies und das, aber ich kann halt nicht mein Training so gut fühlen, dass der wie. So, jetzt am Ende hat es noch zwei Sätze Adduktoren gegeben. Und es war insgesamt auch, ich würde es mal trotzdem sagen, eine sehr produktive Einheit. Auch wenn alles schwer war, aber das ist okay in der Phase, wo wir uns jetzt gerade befinden. Auf alle Fälle verschieße ich mir jetzt gleich heim zum Post-Workout-Meal. Jetzt gibt es mal hier zwei Kapscheln. Ashwa Pro. 600 Milligramm. Ihr wisst Bescheid. Und dann, wie gesagt, machen wir uns jetzt ganz entspannt am Heimweg. Daheim gibt es dann auch noch die nächsten Nachrichten und Stuff. Und ich ziehe mich jetzt noch schnell um. Und dann sehen wir uns beim Post-Workout wieder. Go on. Wir haben jetzt hier das Post-Workout-Meal. Eigentlich, wenn man es genau nimmt, ist die gleiche Mahlzeit wie das Pre-Workout-Meal, nur mit Erdbeeren. Und da ist immer so, wenn man Tiefkühl-Erdbeeren nimmt, immer so das Erdbeerwasser mit dabei. Gibt immer ein wenig zu trinken. Und jetzt bereite ich mir mein Waist Lunge wieder vor. Diesmal nur mit einer kleinen Änderung. Und zwar gibt es jetzt, so jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, es gibt jetzt hier, schauen wir mal das hier an, Black and White Vanilla, im Gegensatz zu Cinnamon Cereal. Es gibt hier 50 Gramm hiervon. Mit einem kleinen Schuss Mandelmilch. Die ist jetzt auch leer. Ja. Sagt euch, die Küche schaut so wild aus. Ich habe heute noch keine Zeit gehabt, die Küche zusammenzuräumen. Absolut irre. Auf jeden Fall wird es jetzt wieder so ein schöner Sludge hier. Und das geben wir jetzt wieder über die Erdbeeren und über den Himmeltau. Diesmal jetzt allerdings ohne Mandelmus, damit wir ein bisschen weniger Fats haben in der Post-Workout-Mahlzeit. Und das werde ich jetzt essen. Und danach geht es für mich zurück in die Arbeit. Es gibt noch ein paar Check-ins zu erledigen heute. Und auch einige Nachrichten, die auf mich warten. Und Videoanalysen. Deswegen wird das jetzt hier schnell gegessen. Die Mädel geht auf mein Laufband gerade, ist auch chillig. Das brauche ich heute eh nochmal. Ein bisschen weniger Steps jetzt. Und jetzt das Meal. Und dann sehen und hören wir uns wahrscheinlich dann erst etwas später. Weil das, was jetzt passiert, ist nicht so wirklich spannend. Progress. Als Marke oder wir als Team schlussendlich jetzt natürlich neben unserem Coaching auch andere Produkte anbieten für all diejenigen, die sich jetzt Coaching leisten können. Ein Produkt davon ist so ein All-in-One-Paket, nämlich Progress Yourself, was da draußen bei den Leuten ziemlich gut Anklang gefunden hat. Das hat man jetzt wieder gesehen in dem Sale, den wir gestartet haben, den es übrigens nicht oft gibt, muss man dazu sagen. Und jetzt bringen wir für all die Leute, die sich vielleicht Progress Yourself nicht leisten wollen,
oder das Self-Coaching-E-Book haben und jetzt einfach noch ein zusätzliches Tool an der Hand haben wollen, was jetzt vielleicht die Trainingsplanung betrifft, noch ein zusätzliches Tool, das es wirklich in sich hat. Und ich meine, ich weiß nicht, ob du vor dem PC sitzt, aber du kannst dann später so vielleicht noch das ein oder andere zeigen. Das wäre vielleicht ganz nice, damit die Leute ungefähr wissen, was dahingehend auf sie zukommt. Aber magst du vielleicht mal ganz kurz jetzt am Anfang erklären, was das jetzt unter dem Namen Train Yourself laufend, also TY, was das jetzt für neues Produkt ist, was wir da jetzt bringen wollen. Also das ist jetzt das erste Video, was wir dazu machen, das erste Preview, was wir dazu quasi rausgeben. Deswegen planen wir oder haben wir jetzt initial diesen Livestream geplant, beziehungsweise eigentlich war er gar nicht geplant, das war jetzt eine brutal spontane Sache. Einfach gesagt, wir wollen das jetzt so ein bisschen nach außen tragen. Vielleicht kannst du mal ganz kurz so eine brief introduction into Train Yourself geben. Ja, am 18., also heute in einer Woche ist Launch. Heute in einer Woche ist Launch. Launch von was? Von was Coolem. Ja. Von was Coolem? Mhm. Im Rahmen von Mood Marketing. Ja, genau. Habt den Mut zum Marketing. Yes, sir. Gibt es irgendwas, was du dazu sagen willst? Für wen ist das, was du da launchst? Du musst aber pitchen, jetzt ist ich da so. Ich hab das nicht vorbereitet. Ich weiß, aber mein YouTube-Account, mein YouTube-Channel ist all about unvorbereitete Sachen. Ich habe gerade mit Julian spontan einen Livestream. Ich habe Julian gerade literally geschrieben: Hey, mach mal Livestream für das neue Produkt, was wir launchen. Und er hat gesagt: Ja, mach mal Livestream. Passt. Dann haben wir so umgesetzt, haben wir Livestream. Also, es geht alles auf diesem Kanal sehr unvorbereitet vonstatten. Ich schreibe auch den Leuten, die mir Coaching-Bewerbung schreiben, schreibe ich, hast jetzt Zeit für Erstgespräch. So, ich mache mir da selten irgendwas auch. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Auf jeden Fall ist das Cola nicht mehr kühl. Du hast es aus dem Kühlschrank entfernt und jetzt steht es da und ist warm. Danke dafür. Das ist eh deins. Aber ich trinke jetzt noch einen Schluck. Auf jeden Fall, sag den Leuten, worum es geht. Es sind da draußen viele Coaches, die eine Verbesserung ihrer Instagram-Präsenz gebrauchen könnten und sich das Produkt, was du da also für bringst... Also für die ist das auf jeden Fall. Für mich? Nein, für die Leute. Achso, für mich, jetzt habe ich schon gedacht... Mein Instagram-Feed ist voll mit, für mich ist eigentlich auch was. Aber es geht nicht um ein Instagram-Feed. Es geht ums Profil. Mhm. Es geht darum, wie du dein Instagram-Profil optimieren kannst, um mehr Follower und mehr Clients darüber zu bekommen. Schon, das ist eine gute Erklärung. Ihr habt jetzt diese Erklärung am Start. Mhm. Boah, ist das schon wieder ein Tag, ich bin so hinnig. Wird gut auf alle Fälle. Ich würde jetzt auf jeden Fall gerne schlafen. Ja. Aber das Produkt wird mega gut, du wirst mir jetzt noch da das ganz kurz zeigen, weil das ist komplett crazy. Mhm. Aber zuerst gehe ich die Kamera ausschalten und dann schauen wir weiter. Wir sehen uns beim nächsten Meal und dann werde ich jedes Video beenden, weil es passiert eigentlich nichts mehr Spannendes tatsächlich. Also überhaupt nichts mehr. Ich habe heute noch ein paar Check-ins, um der Programming zu machen. Ich werde die Sachen noch in den Keller runtertragen. Mhm. Also die Kiste. Das andere nicht. Ja. Außer du kommst mit. Ja. Ein bisschen rauszoomen hier, damit man auch was sieht. Jetzt so. Also generell muss ich sagen, diese Full Day in the Life of a Online Coach sind sehr, sehr langweilig. Es gibt jetzt hier das nächste Meal, first part of the meal, Rice Cakes mit Chicken und etwas Gemüse on the side. Das sind 100 Gramm Tiefkühlgemüse, ein paar Karotten, ein paar von den Tomaten, die da drin sind. Und das hier, das will ich jetzt essen. Wir haben jetzt 17 Uhr ungefähr und glaubst du mal, der restliche Tag wird das immer so super spannend. Ich habe noch ein paar Check-ins offen, ich glaube, es sind drei oder so. Im Endeffekt ist auch nicht der Rede wert. Morgen habe ich auch Rest-Day, also es sind eigentlich schon Check-ins von morgen. Schauen wir mal, ob ich die jetzt überhaupt noch bearbeite. Aber auf jeden Fall
relativ entspannter Abend jetzt dann noch. Also, nachdem ich das letzte Programming erledigt habe und die Check-ins jetzt halt. Und nach dem Part of that meal gibt es auch noch einen Second Part. Das ist dann so Mahlzeit mit Himmeltau und Beeren. Ihr wisst Bescheid. Wiederum. Und als letzte Mahlzeit gibt es dann noch so eine Portion Pudding Oats. Aber wie gesagt, das ist jetzt sehr, 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 sehr langweilig. Aber es freut mich, dass ihr mit dabei wart. Mit dabei wart bei meiner Leg-Session. Mit dabei wart ihr jetzt hier im Tag. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann jederzeit gerne fragen. Und genau. Wenn ihr gerade auf Prep seid, dann trackt unbedingt das Salz vom Ketchup. Das kann ich jetzt wieder bedenkenlos verwenden, nachdem ich nur mehr in der Peak Week bin.